Ja, hey, willkommen, mein Name ist Dani Rölpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. In der letzten Folge haben wir mit Rico und Sora die Welt La City de Cloches betreten. Ja, Rico ist am Pennen, während wir gegen diesen komischen Froschsoldaten gekämpft haben. Und ja, Sora hat die Welt gerade frisch betreten und ja, ich habe noch offscreen wieder meine Geister ein bisschen gestreichelt und so und ja. Ich habe übrigens noch offscreen noch mal diesen Sturz gemacht, nenne ich Sturz. Ja, wo man, wenn man die Welt hat, erstmal betritt. Ich weiß nicht, wie man mit dem Spiel nochmal. Dieser Gummischiff-Ersatz. Habe ich jedenfalls noch mal gemacht mit Sora. Bin mal kurz zur Weltkarte gegangen und habe das dann noch mal gemacht. Und dann habe ich auch einen A-Rang bekommen. Und ja. Ich habe nur so ein Spielzeug für Traumfänger bekommen, aber jetzt überhaupt ein 5. Kommando drin, ne? Ja. Hallo. Okay. Ja, bei ihm ist mal auch noch hier. Ah. Ja, Luft geht schon, ne, bei ihm haben wir schon. Ja, mit Rico muss ich das noch machen. Sprung, Ausweichrolle. Auf Grätsche blocken. Steh auf, Mädchen. So. Ja, schon dabei sind. So. Also der Eis- und Eisklinge ist auch nicht so. Aber das. So. Aber Mann, warum ist das schon wieder geändert? Hallo? So. Gut. Aber alles. Gut. Dann gehen wir mal hin. In dem Vorplatz von der Kirche. Weil hier soll ein Monster sein, angeblich. Da ist quasi Molo. I knew it was Dream Eaters. What are you doing? You need to run! Oh no, I couldn't. Today's the festival. And look, I'm the King of Fools. Also sieht's auch aus. Quasimodo. It's my master. Okay. Dreht das Ding durch. No. Oh, please stop. Why doesn't anything ever go the way I want it to? Get to safety. Let me help. Huh? Who are you? Esmeralda. I'm a gypsy. Thank you. I'm Sora. Was meinst du mit, du willst helfen? Damit Sora starten wir direkt in die Action. Gypsy Witch. Okay. Now you've got my attention. So, jetzt rette ich euch in den Hintern. So, hi. Na? Na? Explosion, okay. Wir haben schon 280 Leute getötet anscheinend. So. Verdammt. Ah, das gibt's ja noch. Was machen die Kleinen? Kann man nochmal Ziel wechseln? Gar nicht, ne? Ah, geh weg. Ah. So, du als erstes. So, ich habe ein paar Spiele gesehen. Die haben meine volle Aufmerksamkeit. Ich habe ja vollkommen andere Prioritäten als Sora, ne? Hi. Was hat eigentlich dafür ein Anhänger? Wenn einfach die Pose, wie er mit seinem Schlüsselschwert rennt, richtig gut. So, oh, jetzt schlitze ich euch auf. Weil ihr seid Kingdom Hearts 2. Oh, da ist noch so ein Ding, habe ich gesehen. Hier, so ein Teil. Kann er was? Ja, okay, meinetwegen. Ja, den Ding ist so lange benutzen.
So, okay, machen wir weiter. Wow. Was hat er jetzt gemacht? Glaube ich, ein guter Moment zu sagen, dass ich nicht mit allen Traumfässern das gemacht habe. Traumfänger an, meine ich natürlich. Diese ganzen Sachen. Aber das werden wir hier in dem Spiel nachholen. Wir werden hier jeden Traumfässer, Traumfänger benutzen. Versuchen wir jedenfalls. Boah. Der Ballon ist, glaube ich, ein sehr starker Angriff. Was ich ausnutzen. Oh, achso, meine Dings sind da. Schon sagen, was hier auf einmal passiert. Ja, hau! Boing, 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 boing. Ampere. Boah. Ich soll nur ein bisschen mehr Schaden machen, bitte. Oh ne. Oha. Mal, jedes Mal. Warum stecke ich hier manchmal fest? Ich verstehe das nicht. Irgendeinen Zauber ein, um mich einzufangen oder was? Ja. Und zack. Oh. Oh. Was denn da? Na gut, beinahe getroffen. Alter, die Viecher. Ach, der da mit denen. Boah, ist gar nicht in den Boden. So, wir bereit haben. Komm. Oh, sehr gut. Stimmt, sollte vielleicht mal was drücken, wenn ich mit dem verbunden bin. Oh, sehr gut. Kreiseldreher der Zerstörung. Cool. Ich auch ein paar neue angeführt. Quelefantrezept, oh geil. Weil ich diesen riesen Elefant herstellen. I wonder if that guy is all right. Quasi, what was it? Haben Sie überhaupt vorgestellt? Wenn ja, dann ist das ziemlich unfreundlich. Einfach einen Namen nicht zu merken. Ja, ich glaube, ich habe alle eingesammelt hier. Hier draußen jedenfalls kann man es mal in der Kirche oder Kathedrale umsehen. Kathedrale ist eigentlich nur eine riesige Kirche, ne? Ein Begriff. Würde mich alles zu ernst nehmen, was ich sage. Ich kann manchmal ein bisschen Mist labern. Ballons. Blitz, Feuer, Eis, nee, Ballons. Wo denkt ihr denn? So, hier ist nichts. Ja, ja. Hoch. Ist hier so ein Dingen? Nein, okay. Ich glaube, die Welt ist jetzt ein bisschen übersichtlicher als Travers. Nein. Ja, ich glaube, die tun irgendwie die Sturzanzeige ein bisschen resetten. Also ja, für die Krugfilter einsetzen, das wird auch einfacher. Kann man endlich mal benutzen. So, ich glaube, ich habe die richtige Seite nicht angeschaut.
So, weiter. Okay, man kann jetzt da hochgehen, indem man das Ding ja benutzt. Damit kann man da hoch, aber das bin ich jetzt voll dämlich, weil man schon das hier kann. Hallo, also sollte man das machen sollen. Ich glaube, der Boss in dieser Welt ist ein bisschen heftig, deswegen sollte ich vielleicht hier wirklich ein bisschen trainieren. Also alles auseinandernehmen, was ich treffe. Dass ich nicht schon, weil ich 3-4 Parts genau das gleiche mache. Boah, geil. Ich sag mal einen an. Wupp. Hätte man auch wieder eine Linie ziehen können. Aber wozu soll ich das machen, wenn ich schon überall hingehen kann? Mir war vorstellen, Kingdom Hearts 2 und so, da muss es ja erst, weil ich gleiten und so freischalten, um an einigen Orten ranzukommen. Hier kannst du von Anfang an schon mal hin. Ein bisschen broken. Oh, hi. Wart. Das Geister jetzt schon wieder, bitte schön. So, mega Stampfer. Oh Gott. Ich will gerade meinen Traumfänger hier ändern. Achso, ich soll auswählen, wen ich rauspacke, ne? So, nimm mal dich mal rein. Ich mal deine Dinge sehen will, deine Fähigkeit. So, keiner mehr da. Darfst du ja nicht dagegen. Auf damit. Wenn du schon mein Traumfänger sein musst, dann musst du dich schon mit einem gewissen Anstand hier nehmen. So, hier ist nichts mehr. Muss ich jetzt hin. Oh. Wenn die verdammte Karte nicht aufruft, wenn Traumfänger in der Nähe sind. Läuft los. Oh. Oh, okay. Ja, komm her. Die Attacke ist immer noch die beste. Was ist das? Weg von meinem Bock, du Bock. So, oh, da liegt was. Da liegt was Süßes. Da muss ich hin. Da liegt auch noch was. Platz. Was? Das ist nicht der Platz. Ja, das nervt ein bisschen. Okay, hier ist nicht so ein Portal wieder. Ich habe keine Truhe anscheinend. Boah, was ist denn das? Bloß nicht runterfallen, Mann. Weil bloß nicht darunter. Pass bloß auf, sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Okay, rein da. Rein da. Boah. This is Big Marie. Hello. Hey, die Musik kenne ich auch. She likes you. Looks like Quasi's gonna be just fine. Indisputably. He's tough. We may be hard as stone, but Quasi's stronger. I know. Whoa! Talking gargoyles?
excuse us for having personality. Entschuldigung, dass wir leben. No, I couldn't. Oh yes, you have sanctuary. But not freedom. Gypsies don't do well inside stone walls. You helped me. Now, I will help you. But there's no way out. There's soldiers at every door. We won't use a door. It's all right. Are you ready? Didn't expect that. So how come you and Quasimodo are so close? We've been friends for years. More than a decade of camaraderie. Breakfast, lunch, and dinner. He never leaves? Oh, he's not allowed to leave. Judge Frollo forbids it. Dafür ist aber gerade rausgegangen. Care to pull up a stool? The short version is, Frollo thinks he's doing Quasi a favor by keeping folks from seeing that mug of his. After a lifetime of watching from the nosebleed seats, Quasi just wanted to go to the Feast of Fools. And we're so proud of him for finally working up the courage to do it. Tis a shame those creatures dashed his hopes. You should talk. When's the last time you looked in a mirror? Well, you broke it. Ah, a wise guy, eh? Knock it off, you couple of blockheads! I just hope this one failure doesn't cause Quasi to give up. He was so close. He can't let his heart be a prison. Don't worry. I'll go talk to him. Okay, ja, Frollo war ein Quasimodo. Jetzt ansehen, bevor es wieder verschwindet. Oh, my dear Quasimodo, you don't know what it's like out there. The world is cruel, and you are deformed and ugly. You will be shown little pity. You must believe me. I am your only friend. And how can I protect you, my dear boy, unless you stay in here? Remember, Quasimodo, this is your sanctuary. Yes, Master. Ist irgendwie interessant, die Reihenfolge, die wir gespielt haben. Erst sind wir mit Rico hier reingegangen. Dann Quasimodo getroffen, der sich nicht getraut hat, rauszugehen. Jetzt sind wir ja mit Zora eingegangen und Quasimodo hat sich getraut, rauszugehen. Und ja. Jetzt erfahren wir auch, warum er sich nicht traut, rauszugehen. Also ja, interessante Reihenfolge, die wir hier gemacht haben. Das sind die Dinger, die ich am Ende ausgeben muss, ne? Da habe ich die ganze Zeit, das sind SP. Die Dinger, die ich später gebrauchen könnte. Wöp. Okay. Oh, ich merke gerade, wir müssen auch gar keine Karten mehr aufsammeln, ne? Noch irgendwas? Hey. Ja. Kann ich die Glocken da oben anvisieren? Wir müssen doch jetzt mal eigentlich alle Schätze hier in der Reihenfolge gefunden haben, oder? Was zum? Habe ich denn hier schon wieder was verpasst, ey? Wir sind doch normalerweise immer so angeordnet, wie man die finden kann. Ach, hallo. Wow. What? Okay. Oh, jetzt aber. Was noch eine? Muss ja ganz am Anfang hier sein. Keine Ahnung.
wir wahrscheinlich offscreen alle suchen, wenn das so weitergeht. Mach ich wieder raus. Aber ich scheine nur Sachen zu verpassen. Stimmt irgendwo eine hier. Oh, leicht tut mein Ding schon wieder hier abschließen. Also immer perfekt. Gerade wenn ich irgendwie ein Part beenden muss, wechselt das Ding. So, hier ist nirgends mehr Truhe. Warum ist hier nirgends mehr Truhe? Muss da auch irgendwie eine Truhe sein. Boah. Muss in der Kirche irgendwo eine sein. Ich weiß ja auch nicht wo. Und verarscht mich das Spiel hier. Auf gröbste Weise. Komm her, was? Ich bin auf dich da. Komm. Irgendwo hier oben müsste eine sein, ne? Bin ich blöd hier. Aber wenn ich ihn nicht finde, dann tue ich die halt auch suchen, ne? Da ist auch einer, meine Güte. Da muss jetzt aber die letzte sein. Siegeskill. Puff. Ja, das hätte ich nicht erwartet, ne, dass ich das mache. Ich war doch mal auf, immer auf jemand anderen losgehen, wenn ich gerade auf jemand anderen losgehe. Mein Angriff, wenn er nicht verwundbar. Oh, schon Level up, okay. Gar nicht drauf geachtet. Ich wollte ein Level up haben, aber ich nicht so aufgepasst, dass ich jetzt schon so nah dran war. So, ja mal geschätzt, ne? So, alle nach der Reihe tun wir hier absuchen. Oh, noch mehr Plot. Mit Travers haben wir ihn gar nicht gefunden. Und hier stolpern wir dauernd drüber. Easy. I'm not looking for any sort of fight. Finally someone sensible. I'm Phoebus. Vernünftig, ich wollte auf dich losgehen. Is she still safe in the cathedral? If she is Esmeralda, then Quasimodo helped her escape. Last. What's wrong? It's Judge Frollo. He's obsessed with destroying the gypsies, and his mind is in a dark place. When I objected to his barbarous actions, he banished me from the guard. What? That's not fair. Don't worry about me. Frollo said he's found the Court of Miracles, the gypsies' haven within the city. Esmeralda and her friends are in danger. We have to find them and warn them before Frollo gets there. Quasimodo, Esmeralda's in trouble. Where did she go? I don't know. She vanished into the streets. She gave me this pendant. Esmeralda said this would help us find her. When you wear this woven band, you hold the city in your hand. It's the city! It's a map, see? Here's the cathedral and the river. Go this way, cross the bridge, and the Court of Miracles. Well done, Quasimodo. Yeah, Quasi, nice. Yes, I'm going to save her. Alles klar. Aber ich werde derjenige sein, der alles bekämpfen muss, ne? Du läufst doch hier. Ist nix gut. Vielleicht stürzen wir schon wieder. Ah.
brechen uns was und pennen ein und hallo. Drei Traumfänger mit großen Blüten ausschalten. Okay. Aber so, mein Gott, hier kriegen wir gar keine Ruhe mit Zora. Aber stürzt man doch gleich. Gleich mitten im Bosskampf. Mehr oder weniger. Wieder rausgeschmissen. Da müssen wir nochmal neu anfangen. Das kann auch bei Bosskämpfen übrigens passieren. Wenn man im Bosskampf nämlich stürzt, dann. Au, was? Mal einen kaputt machen. Dann tun sich die AP der Bosse wieder regenerieren. Der Kampf fängt mehr oder weniger von neu an. Das wird ja wahrscheinlich auch passieren. Also macht es eigentlich keinen Sinn, jetzt hier überhaupt weiter zu kämpfen. Was macht Sinn, das hier einzusammeln? Weil wir müssen den Kampf sowieso neu anfangen. Aber ich glaube, er könnte vielleicht auch nicht neu anfangen, ich weiß nicht. Ein paar Erfahrungspunkte einsetzen. Super Schatztruhen einsammeln. Ich glaube, die Dinger gehen nicht kaputt. So, da möchte ich noch haben. Dann suchen wir uns ein gemütliches Plätzchen und Bams. Gott. Lass mal. Muss den Empfang nehmen. So. Wo sind wir nochmal mit Rico stehen geblieben? Ha, okay. Wir müssen den Kampf auch wieder von vorne anfangen. Ausgezeichnet. Gut, wir müssen nochmal gegen den kämpfen. Den haben wir zwar nicht mal annähernd kaputt gehauen. Vorher, aber was soll's. Ja. Mit Saugsturz. Nicht gut. Ich bin gerade angeküsst. Und schlitz. Okay, ja, der hat eine Menge AP übrigens, ne, falls euch noch nicht aufgefallen ist. Eine Menge AP. Mein Gott, sind das mehr. Viel AP. So viel haben die Bosse bisher noch nicht gehabt. War nicht schon wieder. Eriko muss andauernd irgendwie Sturzpunkte einbüßen, habe ich das Gefühl. Wie Knutsch. So, das sehe ich jetzt mal nicht ein. Mal irgendwas, womit wir halt noch mal reduzieren können. Aber ich muss ja an ausrüsten, ne? Ja, ein kleiner Teil des Sturzanzeige wieder her und setzt das Sturztempo zurück. Ich sehe doch keinen Grund, ich sehe doch nicht einer, der jedes Mal mit Rico hier passiert. So. Gut, noch mal das Ganze. Da habe ich die erste Truhe schon gesehen. Boink. Dun, 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 dun. Ich muss jetzt, warte mal, kannst du wie? Wir sind erst Level 7, okay. Warte mal hier. Ja, meinetwegen. So.
Nimm mich. Wow, hallo. Ich will mich mit dem Elefanten hier verbinden. Butzmann Bellenreiter. Oh, geil. Ich hab meine Hand. Geil, oder? Ja, irgendwie nichts ab, hab ich das Gefühl. Weil mein Schlüsselschwert in das Surfbrett, was sagt er dazu? Euer Kommentar ist nicht relevant. So. Ja, irgendwie cooler, wenn Rico seine Traumfänger irgendwie sich verbindet. Ich habe das Gefühl, Soras Verbindungen sind ein bisschen stärker. Man zieht ihn so wenig. So, Gefühl, ich mache voll wenig Schaden. Ja. So, komm, Feuer. Wahrscheinlich mit Rico noch mal die Welt verlassen und noch mal Dingens versuchen. Ja, dieses Minispiel, ich halt auch auf A bekomme, weil wenn wir alles auf A am Ende des Spiels haben, passiert was Schönes, dann kriegen wir was Schönes. Da will ich natürlich haben. Ich will natürlich wieder alles haben in diesem Spiel. Wenn ich schon bei Birth by Sleep irgendwie so weit gehe und alle Charaktere auf Level 99 bringe, dann sollte man sich nicht überraschen, ja. Wenn ich hier auch alles hole. So, wie sieht es hier aus mit den Schätzen? Ah, schon wieder so viel verpasst. Aber wir können auch in quasi Moos Versteck reingehen. Ich glaube nicht. Aber wir können zu diesem Platz gehen. Die Gegner. So, holen wir uns mal ab, das Level ab. Und alles weiter erhöht, yay. Auf jeden Fall andere Level-Ups als Sora. Auf jeden Fall. So, ich hab mich kaputt gehauen, bevor er runtergefallen ist. So, bestimmt, aber wir haben schon auf jeden Fall welche verpasst. Aber was trotzdem mal hier. Ich möchte zum Speicherpunkt gehen, wenn das geht. Ja, wir können da so rein. So, ihr seid mir jetzt egal. Okay, hier ist auch nichts. Dieser Platz ist voll eine Verschwendung. So, sollen wir hier noch die Schätze schnell einsammeln? Ja, machen wir das noch. So. Gut. Schätze, nein. Weil mir noch so Anhöhen immer sind, die mir irgendwie zum Springen helfen sollen. Naja, obwohl ich schon überall hier hin kann. Den freien Fluss. Aber danke. Nein. So. Da ist der letzte, hoffentlich. Ich kurz aber durchgehen halt. Oh, Schätze. Oh, sieht gut aus.
Vielleicht noch einen Geist herstellen, so als letztes. Damit ich die auch streichen kann. Oder Fähigkeiten lernen, genau. So, können wir mal ein neues herstellen? Nö. Weil man kann auch auf gut Glück hier irgendwie versuchen, einige Dinge herzustellen, ne? Zum Beispiel hier. Hui Blümchen. Machen wir das, ne? Da ist ein Ausrufezeichen, okay. Ah. Ja, komm, versuchen wir mal. Okay, Hallöchen, ah. Müssen A-Dingen. Weiß nicht. Nennen wir dich, das ist das erste, was mir wieder eingefallen ist. Flora. Von Blume und Ra. Der Gott der Sonne. Keine Ahnung. So, wir haben auch neue Sachen. Hallo. 70% das. Weiß nicht. Mal ganz viele Sachen hier neu erstellen kommen. Aber wie ist halt, wie ich noch mal aufs Monster Hunter? Nibels nach, oder? Dann nenne ich Snarf. Das Vieh hat irgendwie im Sand hier so umgedüst ist, ne? Hallo. Guck mal, Panda. Mein Gott, wie wir voll viele Dinger herstellen. Also voll wenig irgendwie verbrauchen. Auf so ein Gefühl. Weiß nicht. Ich nenne mal einfach Panda. Man. Und sieht aus, als hättest du hinten so ein Cape an. Gern mich doch. Ich werde am Ende des Spiels wahrscheinlich alle irgendwie auf den höchsten Rang oder so herstellen, wenn ich mich, also ist im Moment nur provisorisch. Ich weiß nicht, was das Ausrufezeichen bedeutet. Den höheren Rang sein können. Ich glaube, dann haben die ein paar bessere Werte, aber das ist sowieso egal. Da wir, ach, Dingens, da wir alles das brauchen und nicht die. So, weiß ich nicht. Und dann mal hier für wir schlagen, meinetwegen. 123. Zeitbombe. Ja, nehmen wir mal. Du hast nur einen Weg, das finde ich gut. Ja, Marktlocken. Aber nur wenn ich dich ausgerüstet habe, ne? Erklär mir halt mal einer. Gut, dann würde ich sagen, das war schon wieder für diese Folge. Wir haben lang genug gedauert. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.